Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Wir haben einen weiteren Schiffsguide für euch und heute geht es um die Constellation bzw. die Constellation Andromeda von Roberts Space Industries. Die Constellation ist vielleicht das prominenteste oder bekannteste Schiff, war auch das erste Schiff, was der Star Citizen Community präsentiert wurde. Genau, die damalige Constellation, wie sie damals so hieß, ist heute die Constellation Andromeda und stellt damit die Standardvariante der Constellation-Reihe dar. Die Insider wissen, sie ist der absolute Favorit von Chris Roberts, das hat er in dem einen oder anderen Interview schon mal erwähnt, und sie taucht in vielen Trailern und Präsentationen regelmäßig auf. Und insgesamt kann man sagen, dass die Constellation und auch gerade die Constellation Andromeda für die gesamte Multicrew-Mechanik von Star Citizen ja, bekannt ist oder diese Mechanik sehr gut repräsentieren kann. Exakt, je nach Variante kommt sie mit verschiedenen Features und Eigenschaften, also halt die verschiedenen Modelle. Kommen wir zur Rolle des Schiffes. Dieses Schiff ist der Inbegriff des Allrounders in Star Citizen. Sie ist 61 Meter lang und fast genau 134 SCUs, also Standard-Frachteinheiten. Die Tonnage ist ein klein wenig shady, da auf der RSI-Seite steht 80 Tonnen, glauben wir nicht so ganz, weil der Hornet wiegt 22. Bisschen lütt, aber wie immer nicht so ernst nehmen. Hier geht es ja halt eben nicht um die Specs, sondern halt eher ums große Ganze. Und ja, laut ihrer Rolle, laut RSI-Seite, ist sie ein multifunktionaler Multicrew-Frachter. Verweist jetzt auch nochmal hier auf die Allrounder-Rolle. Sie ist, wie die gesamte Baureihe, modular und vielseitig. Und sie kann ein breites Aufgabenspektrum, unserer Vorstellung nach, ein breites Aufgabenspektrum erfüllen. Da wäre zu denken zum Beispiel Händler, aber auch Söldner oder auch Abenteurer sind so Aufgaben, die dieses Schiff tatsächlich erfüllen kann. Alles ist möglich und dafür gibt es auch verschiedene Varianten und je nach Variante, wie gesagt, hat sie verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Sonderausstattungen. Wir sprechen jetzt über die Constellation Andromeda, die Standardausstattung, und die bietet zum Beispiel halt die Merlin, einen leichten Snapfighter, der halt für Dogfightings halt zur Verfügung steht und hinten am Heck angedockt wird. Dazu kommt dann noch eine ziemlich große Waffenlast und eine ja, gute Balance aus Waffenlast und Frachtraum. Darüber hinaus haben wir dann noch vier Druckschleusen, davon noch so ein Fahrstuhl, wo man eine ganze Mannschaft mitnehmen kann. Dann haben wir eine multifunktionsfähige Laderampe für den Hauptfrachtraum. Wir haben genügend Escape Pods an Bord und wir haben dann noch eine Messe oder einen Messebereich, wo dann auch Waffenracks drinstehen, wo ein Tisch aus dem Boden fahren kann. Tatsächlich ein sehr, sehr großes Spektrum an Räumen und an Möglichkeiten. Genau, darüber hinaus ist das Schiff segmentiert. Das bedeutet, sie hat verschiedene Bereiche, die durch Druckschleusen voneinander getrennt sind, was gerade bei einer Havarie nicht unwichtig sein wird, da man nämlich in Star Citizen seinen EVA-Anzug nicht die ganze Zeit tragen werden muss. Man kann ihn zum Beispiel verstauen in den vorhandenen das sind halt so Umkleideschränke oder Fächer, die halt eben vorhanden sind, neben den Waffenschränken, die halt das Schiff halt eben auch noch enthält. Und wir haben auch noch halt vier Escape Pods in der Zahl, also ein ziemlich rundes Paket. Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass die Andromeda tatsächlich unter den Transportern etwas eingeschränkt ist vom Laderaum. Gerade so die Version, die Taurus-Version der Constellation bietet da natürlich wesentlich mehr. Aber wir haben hier tatsächlich auch einen Fokus auf den Waffen-Loadout. Wir haben auf den Türmen, wir haben zwei Türme mit mittleren Lasern, die da oder Laser-Repeatern, die verbaut worden sind. Wir haben schwere Laser in den Waffengondeln oder auf den Antriebsgondeln beweglich. Und wir haben ziemlich fulminante Raketenracks. Das sind dann 28 Size 1 Raketen und dann nochmal 24 Size 2 Raketen. Also wir sehen, da ist extrem viel Feuerkraft dahinter. Genau. Gleichzeitig ist sie allerdings durch halt ihre nicht unbedingt sehr gewaltige Wendigkeit gegen Jäger eventuell etwas anfällig. Allerdings ist sie sehr gut gepanzert und wird auch sehr starke Schilde haben. Was bedeutet halt, man muss sich halt schon eine Weile in diesem Schiff behaken, bevor wirklich halt sowas Schlimmes passiert. Die Schilde sollen später auch leistungsstark sein. Da gibt es momentan mal wieder so ein paar Schwierigkeiten, aber darum soll es hier auch gar nicht gehen. Wir haben ein sehr gutes Antriebssystem, die das Schiff beschleunigt. Das heißt, wir haben eine akzeptable oder gute Reisegeschwindigkeit und wir haben auch eine angenehme, ausbalancierte Steuerbarkeit des Schiffes. Also präzise genug, um damit präzise landen und starten zu können. Kommen wir zum Fazit. Die Andromeda ist ein Schiff für den Handel, den Patrouillendienst oder sogar für Kampfeinsätze. Also es ist wirklich halt ein absoluter Allrounder. Gerade für Abenteurer kann man sich das gut vorstellen. Search and Rescue Mission, alles das ist möglich. Die Masse der Fracht oder die Frachtkapazität sollte man sich nochmal überlegen. Die ist wahrscheinlich eher dafür gedacht, das denke ich zumindest, dass man eher wertvolle Güter mitnimmt und dann vielleicht auch die Freiheit hat, gefährlichere Gebiete zu bereisen.
Genau. Darüber hinaus muss man sich im Klaren sein, dass sie ihre volle Fähigkeit, ihr volles Potenzial hat, eben nur mit einer vollbesetzten Crew ausspielen können wird. Dementsprechend halt so auch der Inbegriff des Multicrew-Schiffes sehen wir hier wieder repräsentiert. Liebe Freunde, das war unser Ships Guide halt diesmal zu Constellation Andromeda. Liked und disliked diese Episode und vor allen Dingen schreibt uns in die Kommentare, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Oder quatscht mit uns einfach über das Season, das mögen wir auch sehr gerne. Abonniert vor allen Dingen diesen Kanal, das freut uns ganz insbesondere sehr. Und wenn ihr uns persönlich als YouTube-Creator unterstützen wollt, kickt mal auf Patreon vorbei, da geht vielleicht auch noch was für euch, wenn du möchtest. Und so lange sagen Weezen und Dozer euch jetzt wie immer, see you on the flight deck!